Hey ho, Freunde, mein Name ist Alex, ihr seid auf dem Chefriftum und heute darf ich euch zu einem kleinen Infovideo begrüßen. Ja, im heutigen Infovideo geht es um das neue Projekt Base Battle, aber bevor ich näher auf das Projekt und insgesamt auf den Videotitel eingehe, möchte ich euch erinnern, diesen Samstag um 18 Uhr veröffentlichen wir die allererste Folge von Base Battle. Ich habe insgesamt 7,5 Stunden daran geschnitten und 1,5 Stunden Rohaufnahme in 17 Minuten zusammengepackt. Sprich, ihr könnt euch sicher sein, ich habe diese 17 Minuten mit Content richtig gefüllt. Und deswegen wäre ich mega froh, wenn ihr euch das angucken würdet, einfach um mir dann Feedback zu geben, was ist gut, was ist schlecht, was kann ich verbessern. So, jetzt aber mag ich euch mal ein bisschen mit dem Thema Base Battle vertraut machen. Denn Base Battle ist ganz einfach eine Abklatsche von dem Projekt von Simon und Revi, Castle Rush. Während Ideenclown auf YouTube ja jetzt soweit nichts Neues ist, möchte ich trotzdem dazu sagen, wieso ich es absolut okay finde, dieses Projekt 1:1 zu übernehmen und es selbst umzusetzen. Nach dem jetzigen Stand ist die letzte Folge von Castle Rush fast schon 2 Monate alt. Soweit ich es mitbekommen habe, haben Ungespielt und Revinzer dieses Projekt eingestellt. Das heißt, dass der Hype um Castle Rush vollkommen vorbei ist. Ich verspreche mir hiermit nicht, neue Klicks zu bekommen, deswegen benenne ich das Projekt auch komplett um. Base Battle ist ein ganz anderer Name als Castle Rush, da werden die Leute es nicht drunter finden. Es geht mir einfach nur darum, dass ich die Idee wirklich cool finde und ich mir dachte, dass ich sie selbst kreativ auf meine eigene Art, mit meinem Humor und mit dem lieben Luca zusammen umsetzen kann. Tendenziell ist Castle Rush bzw. halt Base Battle das Projekt, in welches wir momentan am meisten Arbeit stecken. Dazu gehört das Laden der Map auf den Server, das Einrichten, das Streamen und Aufnehmen von der Folge selbst. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wann wir aufnehmen, folgt uns auf Twitter. Da werdet ihr immer rechtzeitig informiert, wann wir eine neue Folge Castle Rush bzw. Base Battle streamen und könnt uns dann aktiv im Stream verfolgen. Aber es frisst auch einfach wirklich so viel Zeit, da wir uns sehr viel Mühe mit dem Projekt geben. Wir setzen uns dann in Ruhe hin, überlegen uns was, nehmen das auf, schneiden das wirklich so gut, wie wir können. Das ist momentan das Projekt, wo ich am meisten Arbeit und Herzblut reinstecke. Ich meine, im Hintergrund solltet ihr jetzt gerade auch sehen können, wie das erste Thumbnail entstanden ist. Das hat mich auch um die 35, 40 Minuten gedauert. Ihr müsst euch das einfach mal in den Kopf rufen. Ein Thumbnail dauert in so einem Format für mich 35 bis 40 Minuten. Also wir stecken da wirklich Arbeit rein und möchten dann ungern, dass Leute zu uns kommen und unseren Content haten, einfach weil sie sagen, jo, das habt ihr 1:1 geklaut. Das ist auch der Grund, dass wir sagen, ja, wir haben es 1:1 geklaut, das ist nicht unsere Idee. Aber wir möchten hiermit niemandem etwas schaden. Wir machen das nicht, weil wir einfach kreativlos sind, sondern weil als ich das damals aktiv geguckt habe, dachte ich mir einfach, das ist ein cooles Format, das würde ich sehr gerne auch selbst machen. Wollte damals aber noch nicht anfangen, einfach weil es zu Mainstream war. Es war im Hype. Und dann wird es ganz klar gewesen, dass wir einfach auf die Klicks aus sind. Da Castle Rush jetzt gerade kein aktives Projekt mehr ist, soweit ich das weiß, kann man relativ sicher sagen, wir sind nicht auf die Klicks aus. Ich möchte euch einfach nur versichern, wir machen das mit Leib und Seele, stehen da vollkommen hinter und geben unser Bestes. Deswegen, falls ihr Kritik an dem Projekt habt, bin ich vollkommen offen dafür. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare, guckt euch die Folgen an, schreibt, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht. Aber sagt bitte nicht, hey, Moment mal, das hast du doch einfach nur von Ungespielt geklaut. Denn das bringt mir nichts. Beziehungsweise nicht nur, dass es mir nichts bringt, sondern dass diese Kritik in Anführungszeichen an dieser Stelle einfach nicht gerechtfertigt ist und uns gegenüber kränkt, weil wenn man sich da wirklich Arbeit in irgendwas reinsteckt, sich da richtig hinsetzt und sich da wirklich reinkniet und dann kommt jemand an und sagt, ja, an sich ist das vielleicht ganz nice, aber ihr habt es einfach geklaut, deswegen ist das scheiße. Das tut uns dann wirklich weh und deswegen dachten wir, kommen wir euch mit einem Video entgegen, sagen ganz klar, ja, es ist nicht unsere Idee, wir haben das so gesehen übernommen, aber wir machen das, weil wir es komplett ethisch vertretbar finden, dieses abgestorbene bzw. abgesetzte Projekt wohl eher von Ungespielt wieder aufzuleben, weil wir es selbst cool finden, weil wir da Spaß dran haben und weil wir dem Projekt unseren eigenen Touch geben können. Jetzt kann man ja selbstverständlicherweise sagen, ja okay, gut, inwiefern denn bitte schon einen eigenen Touch? Ich meine, ihr nehmt das gleiche Projekt, ihr macht genau das gleiche, was soll daran neu sein oder nur bei euch exklusiv sein? Naja, bei Ungespielt und Revinzer war es so, das sind zwei Herden, welche relativ emotional werden in den Folgen, was sie selbstverständlich auch gut verkauft, allerdings war das deren Hauptaspekt. Dann fick dich doch einfach weiter. Ja, jetzt mach und fang an, Alter. Du dummes Stück Scheiße. Mach mir die scheiß Tür hier auf, du Arschkotze. Nee, ich mach dir gar nichts mehr auf. Ja, dann kommst du nicht weiter. Beziehungsweise, das wäre der Hauptwiedererkennungswert von Castle Rush, dass sich Unge und der Winzeit komplett gegenseitig fertig machen, auf die Palme bringen. Und ich meine, jede Folge hat damit geendet, dass irgendwer Rage quittet ist, dass man sich beleidigt hat. Ich meine, ich will das nicht kritisieren, aber ich möchte ganz klar sagen, so wird es bei uns nicht sein. Wir haben tatsächlich einfach Spaß daran, uns gegenseitig Rätsel und Jump'n'Run zu stellen und uns einen Wettkampf zu liefern, ohne dass wir explizit darauf hinaus sind, den anderen zu provozieren, zu verletzen oder dadurch einen Zuschauer zu unterhalten.
Das grenzt uns nochmal ganz klar von Ungespielt und Revinzeit ab und zeigt, dass wir zwar die Videoidee an sich übernehmen, sie allerdings in unseren eigenen Stil auslegen. So, ich hoffe, das hat fürs Erste alle Fragen geklärt. Ich bitte euch wirklich, schaltet am Samstag um 18 Uhr ein, wenn ihr die allererste Folge Base Battle sehen wollt, und lasst uns Kritik da. Guckt sie euch doch bitte an, wir haben uns da wirklich, wirklich Arbeit gegeben und sagt uns, was können wir besser machen, was ist vielleicht nicht so nice oder was haben wir denn gut gemacht. Mich würde es mega freuen, ich hoffe, ich könnte euch damit unterhalten, deswegen gebt uns da eine Chance. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch mal zur Endcard, wenn die Timelapse hier abgelaufen ist. Dort könnt ihr natürlich unseren Channel abonnieren oder ansonsten schlage ich euch noch zwei weitere sehr knusprige Videos vor. Nicht vergessen, bitte Samstag 18 Uhr einschalten. So, und damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich bedanke mich herzlich beim Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Ich hoffe wirklich, dass ihr euch diese Kritik bzw. diese Stellungnahme ans Herz nimmt und uns nicht fälschlicherweise für etwas anklagt, was wir nicht tun. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.